dem Release der 1.19-Version habe ich eine komplett neue Ultra-Hardcore-Welt gestartet. Mein Ziel ist es, alle 102 Achievements, die es im Spiel gibt, dran zu bekommen. Und in der heutigen Folge werden wir uns endlich mit einem Monster auseinandersetzen, welches neu in das Spiel reingekommen ist und auf welches ich mich am meisten gefreut habe. Zeitgleich ist dieses Monster auch mit mehreren Achievements verbunden. Also bleibt dran, um herauszufinden, was da genau heute passieren wird. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, lasst einen Like da und schreibt in die Kommentare, wie euch die neue 1.19-Version soweit gefällt. Viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer zweiten Staffel von All Achievements in Ultra Hardcore. In der letzten Folge sind wir in das gesamte Projekt hineingestartet. Ergibt auch Sinn, es war halt die erste. Und wir haben uns echt eine Menge aufgebaut. Einerseits dieses wunderschön moderne... Es ist ehrlich gesagt nicht so hässlich. Es ist schon cool und das wird irgendwann noch später noch cooler und hin und her. Aber darum soll es gar nicht gehen. In diesem Projekt geht es nämlich darum, dass wir alle Achievements in Ultra Hardcore ranbekommen. Und wenn wir uns mal die Übersicht angucken, dann sehen wir, dass wir unter anderem schon sehr, sehr, sehr gut vorangekommen sind. Wir haben unter anderem die Minecraft-Kategorie. Ja, die heißt halt so. Die Minecraft-Kategorie haben wir komplett fertig. Wir haben beim letzten Mal auch Minecraft durchgespielt, haben uns um das End gekümmert, haben alles, was es eben dafür braucht, rangeholt. Wir haben unter anderem im End fast alle Sachen erledigt. Wir müssten unter anderem auch nochmal den Drachen respawn. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal hinbekommen. Aber für die heutige Folge möchte ich auf jeden Fall noch weitere schwierigere Sachen auch schaffen. Ich habe mir auf jeden Fall eine Menge vorgenommen. Unter anderem auch ein paar Sachen im Nether. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, ich möchte weitere 1.19 Sachen in dieser heutigen Folge erledigen. Ich würde mich erstmal freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen könntet. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare. Falls ihr irgendwelche Tipps oder so habt, ihr könnt sie mir gerne auf jeden Fall auch schreiben. Ansonsten könnt ihr mir auch einfach gerne reinschreiben, wenn ihr euch freut, einfach Folgen zu diesem Projekt hier zu sehen. Und abonniert auf jeden Fall auch diesen Kanal. Und wir werden jetzt erstmal loslegen. Und ich sage euch ehrlich, ich habe viele Sachen auf der Liste. Also was wir auf jeden Fall machen müssen, das kennt ihr alles auch, ist ein Raid. Wir müssen den Wither besiegen. Wir müssen uns um den Beacon sozusagen kümmern. Und ich sag euch ehrlich, wenn ich an diese Sachen denke, würde ich erstens den Wither und alles drum und dran eigentlich erst dann machen, wenn wir einen Raid gespielt haben. Es ist ein ungutes Gefühl, in der Ultra-Hardcore-Welt noch kein Totem zu haben. Und um an Totems ranzukommen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt entweder den Raid spielen oder wir suchen eine Woodland Mansion. Und wenn wir die Woodland Mansion suchen, könnten wir uns dort eventuell mit einem Evoker anlegen und den dort eliminieren. Und wir könnten zeitgleich auch in der Woodland Mansion direkt nochmal ein anderes Achievement machen. Ist halt so ein bisschen die Frage, was ist jetzt das Sinnvollste? Ich habe das Gefühl, dass ein Raid, wenn wir den jetzt einfach mal erledigen, gar nicht mal so verkehrt ist. Wir machen das auf jeden Fall, wenn nicht hier in diesem Dorf, sondern wir haben ja noch andere Dörfer weiter weg. Und wir müssten auch wenn, auf jeden Fall uns gut vorbereiten für die Raids. Das hier ist unsere Eisenfarm, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Die ist super praktisch, weil wir unter anderem echt massig Eisen ranbekommen. Und dieses Eisen könnten wir uns auch direkt für eine Sache auch benutzen. Und zwar, das ist auch ein Achievement, das passt eigentlich sogar sehr gut. Wir können Eisengolems spawnen. Ich glaube, für einen Raid, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich spawn 5 Eisengolems und ich mache die klassische, und das haben wir damals auch in der ersten Staffel schon gemacht, wir machen die alte Boot-Taktik. Das ist doch ehrlich gesagt eine gute Idee. Boote und 5 Eisengolems, ich glaube, das ist der Way to go. Ansonsten werde ich auch, weil wir jetzt auch mittlerweile Schalke haben, ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt. Ich möchte, wie gesagt, heute ein paar kniffligere Achievements machen, aber auch vorbereitend für die nächsten Achievements Sachen in die Schalke reinpacken. So ähnlich wie ich zum Beispiel hier das Spyglass drin habe, möchte ich mir direkt Weizen, Karotten, goldene Karotten zum Beispiel zum Breeden von verschiedensten Tieren mitnehmen. Ich möchte aber auch direkt ungebratene Fische mitnehmen, um mir Katzen, wenn ich einfach mal unterwegs bin, welche sehen sollte, sie direkt eben auch tame kann. Ich möchte für andere Achievements direkt auch nochmal nützliche Sachen mitnehmen, dass wir sozusagen eine Schalker-Kiste immer voll gepackt haben mit Sachen, die wir immer wieder mal brauchen könnten, wenn wir gerade unterwegs sind und uns vielleicht dann ärgern, oh, ich habe jetzt gar nicht das dabei. Ich glaube, das wäre auch erstmal schlau. Die erste Folge, die war noch mehr oder weniger dafür da, dass wir uns erstmal grundlegend equippen, dass wir erstmal überhaupt in Ultra-Hardcore auf unser Leben klarkommen, dass wir jetzt erstmal nicht direkt sterben. Jetzt am Anfang dieser Folge haben wir noch so ein paar Basic-Sachen zu erledigen. Wenn man jetzt ein Totem of Undying, einen Raid und einen Wither als Base halt abschreiben kann. Aber ihr versteht, was ich meine. Also ich sehe mit dem Wither auch immer den Regenerationsbeacon. Und den direkt bei unserer Base zu haben in einem Ultra-Hardcore-Projekt, ist, denke ich mal, auch schon nochmal sehr, sehr, sehr praktisch. Weizen. Das ist jetzt alles zum Tamen von verschiedenen Tieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Die beiden Kollegen können wir auch nochmal mitnehmen. Die müssen wir nämlich auch nochmal in anderen Biomen züchten. Darum werden wir uns bestimmt auch nochmal in der Folge heute kümmern. Dann kriegen wir hier Kekse.
Die brauchen wir für unsere Diät auch. So, jetzt haben wir den Goldenen Karotten Trade und Glittering Melon Trade. Das ist gut. Ich möchte aber noch was anderes. Ich wollte nämlich eigentlich den Kuchen Trade haben für ein neues Achievement. Und dass wir da natürlich gut vorbereitet sein wollen, ist klar. Wir brauchen da nämlich einen Kuchen und zum Beispiel noch den hier, einen Notenblock. Nehmen wir auch erstmal mit. Dann machen wir uns erstmal noch ein paar Leinen. Wir holen jetzt nochmal ganz kurz Fische. Ich töte, by the way, gerade die Fische nicht mit meinem Schwert, weil wenn ich das tun würde, dann wären sie gebraten. Ergibt Sinn. Wenn du unter Wasser mit Firespeak einen Fisch tötest, dann wird er gebraten. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Fische geholt. Die kommen auch noch mal hier rein. Dann ist diese hier erstmal voll mit Stuff, die wir noch brauchen für spätere Achievements. Für was genau alles, das werdet ihr auf jeden Fall dann noch erfahren. Aber erstmal auf jeden Fall sehr, sehr praktisch dabei zu haben. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Dörfchen, in dem wir einen Raid spielen wollen. Ich überlege, ob wir erstmal das hier oben machen. Und erstmal überlege ich, haben wir diese Katze schon? Ne, oh, ja, wir haben zwei Katzen hier sogar. Zwei neue Katzen. Alright, das ist die fünfte. Danke. So, wir müssten sechs haben. Also eine von denen hatte ich schon mal und ich wusste es nicht. Aber jetzt nochmal ganz kurz, wenn wir uns nochmal auf den Raid konzentrieren. Wir werden jetzt gleich, vor dem Raid werden wir auf jeden Fall Summoned Help. Wir werden einen Eisengolem spawnen, das kriegen wir auf jeden Fall easy hin. Wir werden verschiedenste Monster noch töten. Für Monster Hunted unter anderem einen Vindicator, einen Ravenger, eine Vex, einen Evoker. Alles Kreaturen, die wir abhaken müssen, um eben auch jede einzelne Hostile-Kreatur, die es eben im Spiel gibt, abzuhaken. Und das hier sieht doch eigentlich vernünftig aus. Na, ich glaube, mir gefällt das Dorf doch noch nicht so. Wir suchen nochmal weiter. Hey, ich möchte doch nur ein kleines, stabiles Dorf finden. Oh, hier oben finden wir direkt mal Biome, die vielleicht ansonsten etwas länger gedauert hätten zu finden. Das hier ist ein Stony Peaks. Das ist eins der 1.18er Biome. Ja, wir fliegen jetzt mal wieder ein bisschen in Richtung unserer Base. Rune Portals nehmen wir aber trotzdem mal gerne mit, weil wir, wie gesagt, immer noch OP-Gaps brauchen. Und hier haben wir ihn. Das ist halt natürlich sehr nice. Sehr, 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 sehr gut. Mindestens einen müssen wir gegessen haben, um eben unsere Diät abzuschließen. Die Balanced Diet. Haben wir erledigt. Sehr gut. Aber ich würde natürlich noch gerne mehr finden. Aber es gibt ja auch unter anderem eine neue Struktur. Und in dieser Struktur soll es wohl auch ziemlich stabil sein, an OP-Gaps ranzukommen. Aber das werden wir auch nochmal alles überprüfen und uns angucken. Das Dorf ist eigentlich stabil. Hier könnten wir auf jeden Fall entspannt, glaube ich, halbwegs entspannt in Raid spielen. Sagen wir mal so, der Lavasee, den müssen wir mal eben ganz kurz zumachen. Und wir gehen jetzt gerade extra nicht schlafen, damit wir die Villager einmal saven können. Denn wir dürfen jetzt die Raids auch nicht verlieren. Das ist wichtig. Die dürfen hier nicht rauskommen. Und vor allem auch ganz wichtig, die Pillager. Die dürfen jetzt auch nicht hier rein. Okay, dann bereiten wir jetzt nochmal für den Raid, würde ich mal sagen, alles hier vor. Boote sind platziert. Das sieht wunderschön aus auf jeden Fall. Wir werden dann, wenn wir gleich mit Bad oben hier hinkommen, auch noch eine andere Sache machen. Und zwar haben wir dann auch nochmal hier ein paar Kollegen, die auf jeden Fall, denke ich mal, dann auch Interesse daran haben werden, uns zu helfen. Jetzt geht es darum, ich möchte vorher nochmal eine Sache mir besorgen. Ich glaube, ich brauche dafür leider noch ein paar mehr Level. So, wir haben uns eben nochmal ein paar Level ertradet. Können uns jetzt ein Piercing 4 Crossbow machen. Schmackhaft. Damit haben wir auf jeden Fall eine Menge Achievements zu erledigen. Weil, wie ihr sehen könnt, es gibt sehr viele Sachen, die man mit einem Crossbow machen muss. Unter anderem mit einem Crossbow schießen, einen Villager mit einem Crossbow töten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Two Birds, One Arrow. Kill two Phantoms with a Piercing Arrow. Da macht ihr das auf jeden Fall auch sehr gut, Piercing 4 zu haben. Es ging auch mit Piercing 2. Es gibt aber auf jeden Fall noch ein Achievement, bei welchem du auf jeden Fall ein Piercing 4 brauchst. Deswegen denke ich mal, sehr gut, dass wir den jetzt schon mal mitnehmen. Und jetzt ist es erstmal Zeit für einen Raid. So, mal gucken, was wir denn hier im Angebot haben. Wir haben erstmal hier den Raid-Captain. Ich wollte nochmal in die Gehege von nah gucken. Und oh mein Gott, sie sind die ganze Zeit schon hier. Wisst ihr noch, als ich in der ersten Folge hier geguckt habe und dachte, hier ist keiner. Oh, das ist cool. Wer sie noch nicht kennt, sie sind unter anderem hier eingesperrt oder unter anderem auch in Woodland Mansions. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht, dass sie eingesperrt sind, sondern dass sie so nah bei uns in der Basis sind. Oh, Leute, wir machen aber hier gerade eine Menge interessanter Funde. Hier haben wir ein Goathorn. Also klingt ehrlich noch ein bisschen Ostkurve, ein bisschen Feeling habe ich. Ich sage, ich suche mir ein Item, wofür ich allein in Challenges immer in einen Outpost hochgehen werde. Damit ich einfach, wenn ich mit Stegi oder Heiko oder mit wem auch immer, dass ich ihn auf jeden Fall immer wieder ins Ohr tröten kann.
Mit denen werden wir aber auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Spaß haben. Da könnt ihr mir definitiv glauben. So, jetzt haben wir endlich unseren Raid-Captain. Wir geben ihm mal einen Hit. Und jetzt passt mal auf. So, da haben wir direkt 3 Achievements auf einmal erledigt. Einmal mit einem Crossbow schießen, dann Voluntary Exile, den Raid-Captain einmal töten und einmal einen Pillager mit einem Crossbow töten. Sehr, sehr, sehr gut. Alright, Leute, jetzt dürfen wir aber auch natürlich keinen Fehler machen, ne? Keinen einzigen Fehler sich erlauben. Wir schließen direkt das nächste Achievement ab, und zwar Summon Help. Das ist das ganz simple Spawn eines Eisengolems. Und wir spielen natürlich auch auf der schwierigsten Stufe. Das bedeutet zeitgleich, dass das halt ein Raid ist mit den meisten Waves. Und dann auch nochmal zusätzlich ein Ultra-Hardcore. Das kann jetzt dann schon eine Weile dauern. Ich hoffe aber, dass eben unsere Taktik erstmal ganz gut aufgehen wird. So, da vorne haben wir die ersten Vindicator. Für Monster Hunted müssen wir die auch töten. Und sobald wir das getan haben, bupp, passt es. So, die nächste Wave. Ich denke, jetzt sollte es langsam auch anfangen, ein bisschen unangenehmer zu werden. Denn wir haben den ersten Ravager, der jetzt hier auch mal den Wald auseinander nimmt. Den müssen wir natürlich auch einmal getötet haben. Und es ist jetzt auch wichtig, dass der Eisengolem den nicht tötet, sondern ich ihn. Nächste Wave, Nummer 4. Bro, die stecken im Eisberg. Ich habe halt gedacht, die kommen... Also, ich habe extra nach einem Dorf gesucht, bei dem man vielleicht stabiler Raid spielen kann. Was am Ende passiert ist, dass die nur auf dem Eis spawnen. Sogar ganz oben auf dem Eisberg. Ravager down. Okay, da haben wir auch einen Evoker. Den muss ich jetzt schnell mal töten. Haben wir. Evoker down. Das erste Totem. Das brauchen wir unter anderem auch für ein Achievement. Das werde ich aber jetzt nicht direkt nutzen. Sondern mir dann lieber für den Ernstfall noch aufheben. So, und jetzt wird es nochmal richtig ernst. Jetzt werden uns auch nochmal die Eisengolems helfen. Alright, aber wir haben einen Vex von unserer Liste. Oh mein... Bro, Leonardo DiCaprio oder was? Titanic, bist doch in... Also hast du doch geschafft oder was? Wobei, er hat's doch... Weiß ich nicht. Aber Leute, nächstes Achievement. Hero of the Village wurde erfolgreich hiermit erledigt. Alter, das war aber auch ein Krampf. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben sogar Totem of Undying. Sogar sehr viele. Sehr, sehr praktisch, natürlich. Also ist jetzt ein Item, mit dem man sich jetzt auf jeden Fall wesentlich, wesentlich mehr auch trauen kann. Und unter anderem, wir müssen auch ein Totem of Undying haben für eben das Achievement Post-Mortal. Und ich würde sagen, wir werden jetzt nochmal warten. Es ist gerade die dritte Nacht, in der tatsächlich wir nicht geschlafen haben. Und ich hoffe, dass jetzt gleich nochmal Phantome spawnen. Aber bis diese Phantome spawnen werden, machen wir ganz kurz eine andere Sache noch. Und zwar habe ich ja hier auch nochmal ein paar Villager, mit denen ich ganz gerne mal etwas traden würde. Und das ist schon das zweite Gewitter und ich habe kein Trident. Mann, ich werde mich so aufregen, wenn wir dann den Challenging Trident haben und wir diese Achievements dann halt machen müssen. Was ich jetzt bei dem Kollegen mir holen möchte, ist, klingt auch merkwürdig, aber... Ich habe plötzlich absoluten Heißhunger auf einen Kuchen. Er könnte jetzt zweimal Suspicious Stew geben oder auch einen Kuchen. Bitte, wenn der jetzt auch den doppelten Suspicious Stew Trade hat. Okay, dann werden wir das Ganze jetzt mal ein viertes Mal machen. In der Zwischenzeit hätten wir schon, weiß ich nicht, wie viele Hühner Eier gelegt. Und ich hätte mir den einfach schon selber craften können. Aber eigentlich ist es über einen Farmer Villager der schnellste Weg, um an einen Kuchen ranzukommen. Danke. Also, wir nehmen uns direkt mal ein paar mit. Ihr seid frei. Sucht mir Schneebälle. So, ich hoffe, während die jetzt die Pillager hier ein bisschen Stress machen, dass die LAs checken. Guckt mal, Jungs, hier sind Schneebälle. Bringt mir die Schneebälle. Dankeschön. Und jetzt haben wir A Friend in Me mit diesen LAs. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es läuft so ab. Wenn du ihnen ein Item gibst, so wie ich es jetzt gerade getan habe mit dem Schneeball, dann sucht er nach Schneebällen, die in der Umgebung sind und bringt sie die auch wieder zu mir zurück. Und es gibt jetzt eben auch noch ein weiteres Achievement. Dazu habe ich diesen Notenblock direkt mit. Und wenn ich jetzt mal einen... Ich glaube, das Achievement geht so. Ich muss ihm jetzt den Auftrag eines Kuchens geben und jetzt sagen, hey, drop den Kuchen hier hin. Muss ich jetzt den Kuchen hier hinwerfen? Und er nimmt dann den Kuchen. Genau, irgendwie, ja. Das ist jeweils das Achievement Birthday Song. Ja, aber wie gesagt, das sind die LAs. Ich finde sie richtig cool. Ich habe auch schon gesagt, eine richtig... Also, man kann sich natürlich viele verschiedene Farmen damit überlegen. Aber eine Sache, die für mich sehr nützlich sein wird, ist zum Beispiel, wenn du mit Scaffoldings baust. Weil Scaffoldings sind so oft eine Sache, die sehr, sehr oft verloren gehen. Und immer wieder auf dem Boden so einzeln rumliegen. Und ich glaube, da kann dir beim Bauen dann ehrlich gesagt ein LA sehr, sehr gut helfen. Weil sie dann immer wieder die Scaffoldings, die überall verteilt bei deinem Bauprojekt halt so liegen, immer wieder zu dir bringen.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall 4 LAs, einen Frosch und eine Katze bei uns in der Basis. Ey, jetzt geht aber nicht den hier auf den... Also nervt die jetzt nicht, ne? Die müssen hier arbeiten. Dann, meine Damen und Herren, weil wir jetzt halt gerade schon den Crossbow dabei haben, würde ich sagen, kümmern wir uns um... Wie gesagt, Phantome wollten jetzt gerade noch nicht spawnen, obwohl das jetzt hier gerade schon die 4. Nacht ist, in der wir nicht geschlafen haben. Aber das ist eben auch glückabhängig. Dann eben nächste Nacht. Dann werden wir uns jetzt erstmal die Zeit bis zur nächsten Nacht vertreiben. Mit einem Achievement, was auch mit einem Crossbow zu tun hat. Und zwar brauchen wir dafür 5 verschiedene Kreaturen, die wir alle mit einem Schuss töten. Das geht nur mit einem Piercing 4 Crossbow. Für Leute, die nicht wissen, was Piercing überhaupt für ein Enchantment ist, du bist damit in der Lage, durch mehrere Entities, durch mehrere Objekte zeitgleich zu schießen. Zum Beispiel kennt ihr das aus dem PvP, wenn du Piercing hast, kannst du durch Schilder, die gerade blocken, auch schießen, was du normalerweise nicht kannst. Und du kannst beispielsweise mit Piercing 2 durch 2 Phantome schießen, das ist ja ein Achievement, was wir jetzt auch gerade noch machen. Aber mit Piercing 4 unter anderem kriegst du es hin, halt das mit 5 zu machen. Wir müssen jetzt halt nur genau gucken, wo wir halt 5 verschiedene Sachen auf einen Haufen haben. Wir hatten jetzt hier Kuh, Schaf, Schwein. Ich habe Karotten, du liebst Karotten. So, 1. Natürlich nehmen wir beide ein braunes Schaf dafür. So, eine Kuh haben wir. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir auch einen Villager drin. Und da vorne haben wir ein Hühnchen. Perfekt, dann haben wir 5 Kollegen. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Denn eigentlich ist es eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, wir hauen die jetzt alle so weit runter, bis sie fast tot sind. Aber das hat jetzt gerade... Ja, das ist jetzt ein bisschen zu riskant für mich. Deswegen werden wir das Ganze ein bisschen anders machen. Und zwar werden wir mal uns eine Potion brauen. Ihr werdet gleich verstehen, warum und weswegen. Bevor wir das aber machen, das hier ist eigentlich gerade eine Steilvorlage. Wenn man... Also ich bin jetzt hier kurz stehen geblieben, weil das ist ein perfekter Spot. Wir haben hier Esel in der Nähe von Pferden. Das ist eigentlich etwas, was du liebend gerne mal suchst. Das macht sich jetzt halt zufälligerweise sehr gut. Du musst sie vorher halt tamen, damit du sie miteinander breeden kannst. Die beiden machen jetzt erstmal ein Esel-Baby. Dann haben wir jetzt erstmal den Esel erledigt. Das gleiche machen wir jetzt auch direkt mal mit den Pferden. Jetzt haben wir halt sozusagen Pferde mit Esel einmal gebreedet und dann, wenn wir gleich zurückkommen mit unserer Potion, die wir jetzt brauchen für die Aktion dort hinten, dann können wir gleich wieder den Esel mit dem Pferd breeden und dann haben wir einen Mule, dann haben wir ein Maultier, dann haben wir das erledigt und alle anderen Kreaturen wie Schweine, Chicken und so weiter, also die miteinander zu breeden, passt auf. Das ist jetzt halt auch keine allzu spektakuläre Aktion, weil da musst du halt einfach... Ja, ihr versteht. Und zwar, der Plan ist jetzt nämlich, Poison zu machen, eben alle die Herzen ganz niedrig zu machen und am Ende mache ich den Rest mit dem Crossbow. Okay, alle bekommen Schaden. Wir warten ab, bis die einmal komplett abgelaufen ist und das passt ja. Das ist so ein gutes Timing. Ja, haben wir direkt mal die 2 Phantoms auch eingedingset. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir treffen. Yep, wir haben getroffen. Air Ballistic, kill 5 unique mobs with 1 crossbow shot. 1, 2, 1, 2 und einmal durch. 2 birds, 1 arrow, auch erledigt. Das ging echt super, das war ein richtig gutes Timing, dass während wir Air Ballistic gemacht haben, jetzt auch direkt die Phantome kamen. Sehr, 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 sehr gut. Haben wir auf jeden Fall auch einen Haken hinter und das hier ist sogar perfekt. Hier können wir nämlich gleich mal direkt das nächste Achievement erledigen, beziehungsweise die nächsten 10 Achievements, denn mit der 1.15 kamen damals die Bienen dazu. Es war basically nur das, ja, das Bienen-Update und es kam eine Menge, Menge Achievements zu zusammenhängend mit Bienen. Wir machen uns einen Kupferblock. Wow. Wir platzieren unser wunderbares Feuerzeug und... Ja, wir malen erstmal ein bisschen Wachs. Und ich sage euch ganz ehrlich, Wachs on. Gefällt mir jetzt nicht so ganz. Ich mache es wieder ab. Und Wachs off. So, sehr gut. Da sind jetzt auf jeden Fall 3 Bienen drin. Und wir haben... Sind da keine 3 Bienen drin? Jetzt sind... Da unten waren 3 Bienen drin. Alright, dann haben wir Total Bee Location. Bedeutet, wir haben ein Bienennest mit Silk Touch, in dem sich 3 Bienen befunden haben, bewegt. Und wir werden jetzt hier nochmal warten, bis die Kollegen jetzt einen fleißigen Arbeitstag hatten. Das ist hier auf Honey Level 2. Das ist auf 0. Und dann werden wir uns einmal nochmal Honig abzapfen. Und wir brauchen sogar eigentlich ein bisschen mehr Honig, weil wir Honigblöcke brauchen, um dann das hier nochmal zu machen. Die Sticky Situation. Und ich kann euch so viel sagen, als wir das damals in All Achievements 1.0 gemacht haben, das war der Moment, als ich das allererste Mal in Minecraft ein babypinkes Schaf gesehen habe. Als ich damals das Achievement gemacht habe. Ja, wir müssen uns ja jetzt irgendwie die Zeit nochmal vertreiben, während die Bienen dort arbeiten. Deswegen bereiten wir noch weiter 2x2 vor. Jede einzelne Kreatur, die sich breeden lässt, eben
miteinander breeden. Das geht unter anderem noch mit Schweinen. Oh. Das geht unter anderem auch mit Schafen. Oh. Das geht auch mit Kühen. Oh. So, auch erledigt. Aber das sind natürlich jetzt nochmal sehr, sehr einfache Kreaturen, bei denen das überhaupt kein Problem ist. Ja, gut. Dann gibt's das erste Mal eine Honigflasche. Ist unter anderem auch ein Achievement. Man müsste sie auch einmal getrunken haben. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass sich das hier alles einmal füllt. Ich finde, das sieht immer so cool aus, wenn du alle Crossbow-Sachen gemacht hast. Hier eben füllen wir momentan auch gut auf. Hier fehlen dann natürlich noch eine Menge Kreaturen. Whatever floats your goat ist sehr einfach. Glow and Behold mit einem Glow-School einfach machen. Auch super einfach. Fishy Business. Fishy Business haben wir noch nicht gemacht? Das ist eigentlich eine super einfache Sache. Fishy Business. Oh, a city place. Ja, das sind alles normalerweise Achievements, an die denke ich gar nicht. Aber natürlich, super, super simpel zu machen. Und schnell erledigt. Dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen unsere Bienen mit. Schnappen uns blaue Blumen, die Cornflowers. Die passen bei uns ins Biom am besten rein. Und lassen die Bienen nochmal bei uns in der Nähe dann arbeiten. Dann werden wir auf jeden Fall Sticky Situation auch nochmal schnell erledigt bekommen. Oh, Lamas. So, dann haben wir das Lama auch erledigt. Und haben hier ein Baby-Lama. Sieht man sehr, sehr selten. Und ich sag dir ehrlich, wenn man das mal häufiger sehen würde, es würde deinen Tag schöner machen. Also, wir haben die vierte Flasche Honig. Können damit einmal das machen. A sticky situation. Ich weiß noch, dass ich mir damals, also in der ersten Staffel, als das alles noch so neu war mit Honig, ich habe mir damals so die Zähne daran ausgebissen. Das war damals irgendwie schwieriger. Also das war keine Ahnung, was wir damals genau gemacht haben. Aber ist jetzt auch erledigt. Dementsprechend sind wir jetzt auch in dieser Kategorie auch gut fortgeschritten. Und wir müssen uns jetzt mal um eine Sache kümmern. Und zwar, was wir jetzt erstmal nochmal machen werden. Viele von euch kennen das und wissen auch schon, wie ich das machen werde. Ist immer wieder ein Achievement, was sehr viel Spaß macht, wenn du eben weißt, wie du es zu machen hast. Und zwar platzierst du hier eine Trapdoor, gehst hier nach oben und bereitest ein bisschen was vor. Schießt einfach richtig viele Pfeile, die ungefähr in der Mitte connecten. Und das Ziel ist es, aus 25 Blöcken Entfernung direkt die Mitte eines Bullseyes zu treffen. Das Ding ist, wenn du aus 25 Blöcken Entfernung aber auch einfach sozusagen das Signal triggerst, das das verursacht, gilt dieses Achievement auch als erledigt. Dementsprechend, ja, man muss sich mal vorstellen, hier ist keiner genau in der Mitte. Angeblich. Also, jetzt müsste das in der Mitte sein. Ich glaube, dass die Blockanzahl gerade eben auch noch nicht richtig gestimmt hatte. Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Und bisschen runter. Jetzt haben wir es erledigt. Bullseye! Aus 30 Blöcken genau die Mitte getroffen. Sehr, sehr cooles Achievement. Wir werden jetzt in den Nether gehen. Wir haben im Nether noch eine Menge zu erledigen. Und das nächste, worum wir uns jetzt kümmern werden, ist ein sehr, sehr seltenes Item, welches uns aber in Ultra Hardcore eine Menge bringt. Und wenn wir jetzt richtig gut unterwegs sind, dann sehen wir eventuell gleich nochmal einen Ghast und können damit das nächste Achievement machen. Aber es ist jetzt erstmal Zeit für etwas anderes. Und dafür habe ich vorbereitend schon mal extra diese beiden Items mitgenommen. So, Punktlandung. Hallo, Kollege. This boat has legs. Erledigt. Mit einem Strider müssten wir noch ein anderes Achievement machen. Aber darum werden wir uns dann später kümmern. So, die Treasure-Bastion, die hatten wir auch schon einmal gespielt. Und jetzt in einem Soul Sand Valley, in dem wir noch nicht waren, haben wir mal Hot Tourist Destinations rangeholt. Und hier wäre sogar noch eine Festung. Ich möchte nämlich auf jeden Fall gleich mich um die Wither-Skelette kümmern. Denn wir brauchen drei Köpfe. Wäre unter anderem ein Achievement. Es wäre aber genauso auch ein Achievement, den Wither zu spawnen, ihn zu töten, Beacon zu machen, Beacon zu aktivieren. Da gibt es eine Menge. Aber der Kollege hier, erstmal möchte ich etwas probieren. So, Leute, drückt mir die Daumen. Dass es geklappt hat. Nee, leider nicht. Haben wir ihn getroffen? Ja, haben wir. Und er ist auch gestorben. Aber es hat nicht funktioniert. Oh oh, es könnte sein, dass es nicht mehr geht. Wenn es eben so nicht funktioniert, dann können wir das eben auch auf die krampfhafte Art und Weise machen. Ja, eben in einem großen Portal, aber es wäre halt eben schon angenehm mehr gewesen. Gut, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die Wither-Skelette. Drei Stück an der Zahl und das Gute ist, wir haben Smite 5. Deswegen angenehm, die Kollegen zu one-hitten und haben eben zeitgleich dann auch noch Looting 3.
Und da ist schon der erste Kopf. Fünftes Skelett. Spooky, scary Skeleton. Einer von drei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt ein schneller wird eigentlich. Also, dass wir ehrlich gesagt gar nicht so viele Wither-Skelette töten müssen. Aber falls ihr denkt, dass wir nur einen einzigen Beacon insgesamt in diesem Projekt holen werden, dann habt ihr euch getäuscht. Es wird auf jeden Fall mehrere hier geben. Wir müssen auf jeden Fall mehrere ranholen. So, einer von euch wird doch droppen. Na, danke, Jungs. Ach man, ich will doch nur einen weiteren Kopf haben. Nur weil ich vorhin gesagt habe, dass es eine schnelle Runde wird, ne? Weil ich nach 5 Stück schon einen hatte. Junge, oh mein Gott, danke. Back to back. Come on, triple, triple. Wir sind fertig mit unseren Wither-Skelett-Köpfen. Oh, wir haben, hä? Oh, ich glaube, wir haben Subspace Bubble jetzt bekommen, weil wir zwischenzeitlich in einem anderen Portal getravelt sind. Also der Plan ist jetzt wie folgt. Wir werden jetzt gleich nochmal ins End gehen, dort den Wither töten. Und wenn wir dann gerade schon im End sind, können wir ja dann natürlich auch ohne Probleme den Ender Dragon nochmal respawnen. Dann haben wir das letzte Achievement, was es noch im End gibt, auch erledigt. Im Nether haben wir auf jeden Fall auch schon mal wesentlich mehr jetzt auch erledigen können. Fehlen aber auf jeden Fall immer noch ein paar Sachen. Eine Sache, die wir jetzt aber nochmal hier schnell machen können, ist auf dem Powder Snow. Der befindet sich hier. Das erkenne ich immer im Schatten. Weiß nicht, ob ihr das checkt, aber hier ist so anderer Schatten für mich. Auf Powder Snow nämlich laufen ist nämlich auch nochmal ein neues 1.17 Achievement. Wenn man die 1.17 mal als neu noch betiteln kann. Haben wir aber auf jeden Fall hier auch erstmal erledigt. Dann sind das auch nochmal direkt sehr viele Achievements, die wir jetzt abhaken können. Also ich muss sagen, hier in der zweiten Folge, wir sind heute ultra produktiv. Also wirklich auch in kürzerer, also wirklich in kurzer Zeit und so weiter. Das lässt sich definitiv sehen. Also, vielleicht gibt es Leute, die das nicht wissen, aber man kann den Enderdrachen respawnen. Was an sich praktisch ist. Also wenn man beispielsweise nicht daran gedacht hat, wenn man alle Achievements holen möchte an You Need a Mint, dann muss man halt an sich den Enderdrachen einfach wieder respawnen. Das by the way auch sieht sehr cool aus. Als das damals in die 1.9 mit eingebaut wurde, ist schon ein cooles Feature, definitiv, oder? Und das ist auch ein Achievement. The End again. Habe ich genug Pfeile dabei? Jo. Das sollte passen. Und auch ganz wichtig, der Drache, wenn du ihn respawnst, droppt dir nicht viel EP. Das tut er nur beim ersten Mal. Wir haben jetzt genau in diesem Moment übrigens jedes einzelne Achievement auch im End abgeschlossen. Damit haben wir die zweite Kategorie auch schon komplett fertig. Drache, es war meine Freude, es war meine Ehre, mal wieder. Ach ja, es ist immer wieder schön. Ein alter Klassiker. Achtet auf die EP. Wow. Es ist ein bisschen, aber es ist halt nicht ansatzweise so viel wie beim ersten Mal. Wir sind aber hier noch nicht fertig. Wir wollen noch was anderes machen, deswegen sind wir auch ins End gegangen. Mehr oder weniger ein alter Klassiker. Sollten ja aber auch mittlerweile sehr viele Leute von euch kennen. Es sind ja manche Leute immer wieder sauer mit mir, wenn ich das so mache. Es ist aber jetzt rein von der Gegebenheit die beste Möglichkeit, die schnellste und beste Taktik. Deswegen machen wir das so. Vergiss die Wither-Rose nicht. Ich habe die Wither-Rose vergessen. Also, wir brauchen eine Wither-Rose für How Did We Get Here. Aber für How Did We Get Here brauchen wir so oder so noch einen zweiten Beacon. Deswegen werden wir so oder so nochmal alles neu farmen müssen. Deswegen ist gar nicht so schlimm. Withering Heights. Wir haben den Wither beschworen. Das nächste Achievement. Zum Glück haben wir Smite. Den Wither müssen wir eben auch als Kreatur getötet haben. Als Hostile Creature. Das haben wir erledigt bekommen. Und somit haben wir innerhalb von 5 Minuten 2 mächtige Endbosse getötet. Und damit, meine Damen und Herren, werden wir uns das nächste Achievement auch direkt gönnen können. Und zwar ihn hier. Also, das ist jetzt kein direktes Achievement, aber wenn wir ihn... Ja, wir haben jetzt leider... Wir müssen halt leider noch ein bisschen sparen, bis wir uns jetzt halt hier was Großes gönnen können.
Lacht mich jetzt nicht aus für diesen Billo-Beacon, aber jeder fängt mal klein an, alright? Also bitte, bring home the Beacon. Den Kollegen jetzt dann auch nochmal zu powern. Regeneration bekommen wir erst bei einem Full-Beacon, aber wir können jetzt schon mal, ja, uns Speed 1 gönnen. Wow. Und ihn dann jetzt halt zu einem Full-Beacon zu machen, ist mehr oder weniger dann die nächste Aufgabe. Also wisst ihr, was ich cool fände? Also es wird nicht funktionieren, I guess. Aber kann ich dich eventuell... Da, wie es aussieht, wenn er schnell läuft. Okay, wir müssen ihn halt bei uns in die Base jetzt bringen. Dann haben wir die zweite von drei Arten. Ich wollte jetzt eigentlich Creeper farmen, damit ich Gunpowder habe, damit wir jetzt gleich nochmal eine kleine Bastionstour machen können. Stattdessen mache ich jetzt das. Ehrlich gesagt, habe ich damit jetzt irgendwie gar kein Problem. Ey, Bro, oh mein Gott, ich liebe ihn. Ja, aber voll gut. Das ist halt, wie gesagt, auch wichtig für ein Achievement, Leute. Mit den Fröschen müssen wir noch eine Menge machen. Ich habe einen neuen Mitbewohner für euch. Komm rein. Wir gehen jetzt in den Nether und kümmern uns einmal um Goldblöcke. Wir looten Bastionen. In den Bastionen möchte ich auch noch was anderes finden. Ich möchte in den Bastionen unter anderem, also in einer Bridge-Bastion, möchte ich das hinbekommen, unter anderem einen Lodestone zu finden. Der ist dort auch zu 100%. Also wir müssen einfach nur eine Bridge-Bastion finden. Generell Treasure-Bastion würde ich gerne noch looten für weitere Goldblöcke für den Beacon. Das sollte schon mit der einfachste Weg sein. Zusätzlich werden wir auch noch mal Netherite bekommen, was sehr, sehr wichtig jetzt ist, denn wir brauchen für alle Achievements 20 Ancient Debris, 2 haben wir schon, also 18 nur noch. Daraus machen wir uns eine volle Rüstung und eben eine Netherite Hoe. Ich sage euch aber ehrlich, ich möchte eigentlich auch meine gesamten Tools, also Schwert, Spitzhacke, Axt, Schaufel, eigentlich muss alles noch geupgradet werden. Das heißt, ich möchte eigentlich sogar noch mehr, auch wenn wir das gar nicht für ein Achievement brauchen. Aber das ist halt eben der Unterschied zu einem Speedrun beispielsweise in All Achievements. Mir geht es hier halt darum, dass wir trotzdem einfach sehr gut equipped sind. Und wenn ich halt einfach gemischtes, also wenn ich gemischten Stuff habe, das würde mich fertig machen. Damit komme ich nicht zurecht, Leute. So, das müsste eine, ja, also mittlerweile erkennt man halt, eine Treasure erkenne ich aus 100 Metern. Netherite Ingot. Nicht ganz. Ein Scrap, aber... Zwei weitere. Stabil. Also, erste Treasure-Bastion durch. Ihr seht, Equipment geht nach oben. Leider kein Netherite-Ingot direkt gefunden. Aber wir können auf jeden Fall auch ohne Probleme gleich ein bisschen Strip-Mine. Also nach Ancient Debris-Strip-Mine. Aber ich würde schon ganz gerne den Lodestone aus einer Bridge-Bastion finden. Und hier haben wir die nächste Treasure. Ancient Debris. Noch ein Ancient Debris. Also wir farmen Ancient Debris gerade legit einfach nur über die Kisten. Zweite Treasure Bastion haben wir mitgenommen. Sieht erstmal grundsolide aus. Und jetzt haben wir hier eine Bridge. Und damit dann gleich auch den Lodestone, den man normalerweise mit einem Netherite Ingot machen müsste. Also auch 4 Ancient Debris umgerechnet. Und das wäre mir dann doch schon ein bisschen zu teuer. So, das hier müsste die Kiste sein, in der es zu 100% immer den Lodestone gibt. Dort ist er. Und damit haben wir uns halt auf jeden Fall Ancient Debris bzw. Netherite auch erspart. Sehr, sehr, sehr gut. So, Traum. Also Leute, wir sind gerade dabei, unsere dritte Treasure-Bastion zu nehmen. Wir haben jetzt auch nochmal ein Netherite Ingot gefunden. 4 Ancient Debris, Gold, 1,5 Stacks. Es sieht richtig, richtig gut aus. Ich würde dann jetzt nach dieser Bastion auch unter die Erde gehen und dort noch ein bisschen Strip Mine. Es geht los. Das erste Mal 1.19. Strip Mine. Und ja, ich mache es immer noch lieber so als sprengen. Ja, guck mal, ich sag doch, Strip Mining lohnt sich. Ja, ja, lohnt sich, guck. Ja, jetzt lassen wir mal ganz kurz ungeschnitten hier drin, ne? Damit ihr mal versteht, was hier für eine gute Technik läuft. Das ist hier nicht so alles hingecuttet, als ob das gut aussieht. Pass auf. Wir lassen das Uncut drin. Ihr könnt übrigens ein Like gerne da lassen. Ja, manchmal kommt halt Lava. Ist okay. Aber guckt! Ich sag euch! Ihr mit euren Betten. Sprengung hier, Sprengung da. Guck mal, so macht man das. Das waren jetzt 7 Ancient Debris. In was für einer Zeit? 35 Sekunden? Denkt mal drüber nach. Also, Expedition Ancient Debris ist beendet. Ich bin voll und ganz zufrieden. 1,5 Stacks jetzt auch Blöcke. Also da kann man jetzt überhaupt nichts sagen. Es war eine sehr, sehr erfolgreiche Expedition. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in Richtung des Spawns. Und dann geht es um die nächsten Achievements. Ey, das war eine absolut gelungene Nether-Expedition. Oh Gott. Ach, alles gut. Ein simples, ja doch, aber auch cooles Achievement. Einmal den Lodestone ready machen. Country Load, take me home to the place.
Okay, ich auf. Boah, Alter, das ist halt echt schon echt. Das ist richtig nice jetzt, Leute. Gönnt euch Netherite Ingots. 7 Stück. Und damit können wir uns jetzt auch erstmal richtig geil gönnen. Wir machen uns eine vollständige Netherite-Rüstung. Cover me in Debris. Sieht schon mal ein bisschen ernsthafter aus, wenn wir jetzt mal hier so aussehen. Dann, auch wenn das eine Netherite jetzt echt darauf wehtut, aber die Netherite Ho. Serious Dedication. Ich meine das hier ernst. Dann haben wir noch zwei übrig. Wir machen es auf jeden Fall einmal auf eine Netherite Spitzhacke und ja. Und dann machen wir unser Wither-Skelett-Schwert auch nochmal auf Netherite. Dann kümmern wir uns mal um das hier. Das ist nämlich momentan noch echt ein bisschen peinlich. Und das muss geupgradet werden. Eieieiei. Alright, passt. Aber noch nicht ganz. Denn das Ganze soll natürlich kein Goldbeacon sein. Der passt natürlich jetzt nicht so ins Biom. Man kann ja auch seit neuestem seinen Beacon aus Eis powern. Zack. Sieht doch gut aus. Jetzt muss. Ich glaube, das funktioniert doch trotzdem jetzt, oder? Na klar funktioniert es. Beaconator. Nächstes Achievement. Und jetzt. Der Traum. Der absolute Traum. In Kombination mit. Probably Resistance 2 vielleicht. Damit man auf jeden Fall hier sehr sicher ist. Leute, Regenerationsbeacon in einem Ultra-Hardcore-Projekt ist ein absoluter Traum. Also, wir haben die Bude voll mit Allays. Wir haben unseren Beacon, den Ice-Beacon. Wir haben auch einen Dachdecker, aber wir haben auf jeden Fall bis jetzt super, super viel geschafft. Also, wir haben den Wither getötet. Wir haben das zweite Mal den Enderdrachen besiegt. Wir haben einen Raid gespielt. Wir haben jetzt Totems. Wir haben echt mittlerweile super starkes Equipment, das nochmal aufbessern können. Und was am wichtigsten ist, wir haben heute auf jeden Fall nochmal super viel Achievements geschafft. Das war hier sowieso schon voll. Wir haben im End alles beenden können, haben eben The End Again noch geschafft, haben im Nether eine Menge gemacht. Uns fehlt dort noch Uneasy Alliance, was doch nicht so einfach ist, wie ich gedacht habe. Wir haben A Furious Cocktail offen. Mhm, das wird interessant. Das machen wir jetzt gleich mit einem anderen Achievement. Not Quite 9 Lives, das kriegen wir auf jeden Fall auch relativ schnell hin. Feels Like Home, das wird ein bisschen länger dauern, kriegen wir aber auch hin. Und dann haben wir auch schon größtenteils den Nether durch. Dann in dieser Abteilung haben wir noch eine Menge Animals zu breeden. Wir müssen noch eine Ziege finden, wir müssen Katzen finden. Wir müssen Glow Squid finden, Axolotl und mit dem Axolotl auch ein bisschen was noch machen. Da müssen wir auf jeden Fall in den Lush Cave. Wir müssen mit denen. Oh, man muss nicht alle drei gleichzeitig an die Leine bekommen. Das habe ich nämlich erst gedacht. Okay. Dann müssen wir uns um die Froglights kümmern. A Balanced Diet, da müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge essen. Und in Adventure haben wir heute auch noch mal ein bisschen was ranbekommen. Wir müssen einmal noch einen Papageien angucken. Wir müssen generell mal einen Trident bekommen. Ja, wir müssen nochmal ins Deep Dark. Alle Monster töten, da fehlen uns nur noch 9. Ein Totem benutzen. Star Trader wird easy. Hier brauchen wir wieder ein Gewitter. Caves and Cliffs, nach unten springen. Sneak 100. Adventuring Time, nur noch 16 Biome. Und Sounds of Music. Das ist alles definitiv machbar für uns. Und das Projekt läuft da mit eigentlich in eine sehr, sehr, sehr gute Richtung. In eine sehr angenehme Richtung. Was ist denn jetzt erstmal das nächste, was wir tun werden? Wir müssen uns darum kümmern, eigentlich ganz wichtig einen Trident zu bekommen. Wir müssen eigentlich mal eine große Ozean-Tour machen. Dieser Trident muss dann so schnell wie möglich auch mit Channeling enchanted werden. Und ich sollte das nicht noch weiter aufschieben, denn je länger ich das aufschiebe, also das wird wirklich nur problematischer. Weil wenn es anfangen sollte, demnächst wieder zu gewittern, ich werde mir wirklich in den Po beißen, wenn ich das nicht gemacht habe. Ich habe ein Achievement auch unter anderem falsch verstanden, und zwar When the Squad Hops into Town. Weil das in einem Trailer zu sehen war von Minecraft, habe ich gedacht, das Achievement bedeutet, dass du drei Leinen an drei verschiedenen Froscharten angeknüpft haben musst. Aber da es aktuell bei 1 von 3 steht und ich halt einen Frosch schon mal an der Leine hatte, heißt das im Umkehrschluss, du musst halt alle gar nicht mal zeitgleich aneinander gekettet haben, sondern es reicht, wenn du jeden einfach nur einmalig an der Leine hattest. Das heißt, ihn hatte ich jetzt einmal dran. Ihn hatte ich auch einmal dran. Und bumm, haben wir 2 von 3. Das heißt, wir müssen nur noch den letzten Frosch ranholen. Und diesen kriegen wir in einem warmen Biom. Das machen wir am besten in einem Dschungel. Denn einen Dschungel müssen wir so oder so aufsuchen. Denn wir müssen noch einen Papagei spotten. Plus müssen wir auch noch dort ein paar Kreaturen finden. Dann müssen wir uns jetzt einerseits mal darum kümmern, einen Dschungel zu finden. Wir wollen über den Ozean Drowns finden. Drowns mit einem Trident töten, damit wir bitte endlich mal einen Trident bekommen. Wir müssen auch Nautilus Shells endlich mal ein bisschen ranbekommen. Wir brauchen nämlich viele Nautilus Shells. 8 Stück an der Zahl, um uns einen Konduiten zu machen, um später auch Konduit-Power als Effekt zu bekommen. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu erledigen. Aber kriegen wir definitiv auch hin. So, da vorne haben wir den Dschungel. Das ist sehr, sehr gut. Im Dschungel können wir im besten Fall gleich mal noch Pandas breeden. Müssen Ocelots miteinander breeden.
Da haben wir doch direkt schon das nächste Achievement und damit auch direkt das letzte von den dreien Achievements, die mit einem Spyglass sind. Und zwar Papagei damit angucken. Wir werden uns jetzt für eines der neuen Achievements darum kümmern, die letzte uns noch fehlende Froschart zu besorgen. Ich muss sagen, optisch finde ich vielleicht sogar diese am schönsten. Da ist er! Der dritte Frosch. Wir müssen dich einmal in die Leine packen. Dann haben wir eines der weiteren 1.19 Achievements. When the squad hops into town. Finde ich richtig cool. Und den Kollegen müssen wir uns jetzt eigentlich auch in die Base mit reinbringen. Denn du wirst uns noch helfen bei einem anderen, weiteren Achievement. Und ich werde dir dann auch noch zwei weitere Freunde vorstellen. So, jetzt gibt es erstmal keine Unterbrechung mehr. Da vorne ist unser Beacon. Dort sind wir zu Hause. Und dort kommt der Kollege dann erstmal hin. Dann haben wir auf jeden Fall alle drei Froscharten in unserer Base. Grün, orange und weiß. Und dann können sie alle drei auch nochmal zum Einsatz kommen. Wenn wir dann mit ihnen in den Nether müssen für ein weiteres Achievement. So, als nächstes nehmen wir uns mal das, denn das nächste Achievement, das wir uns jetzt vornehmen, nachdem wir jetzt diesen Frosch eben auch an der Leine hatten, halten wir mal kurz Ausschau nach einem Meadow-Biom. In einem Meadow-Biom müssen wir nämlich etwas hiermit machen. Das ist ein Achievement aus der 1.17. So, alright, das habe ich jetzt gesucht. Wir haben echt jetzt ganz schön lange nach einem Meadow-Biom gesucht. Und natürlich selbstverständlich Meadow-Biom mit Aliens. Dann gönnen wir uns mal Pickstep. Ja, das war schon. Kurzer Auftritt, aber Sound of Music. Höre dir mit einer Jukebox irgendeine Schallplatte an. Und hier oben, das macht sich richtig gut, können wir direkt das nächste abhaken. Und zwar sollten wir hier sehr wahrscheinlich eine Ziege finden. Das hier ist ein Grove- bzw. Frozen Peaks-Biom mit unter anderem Ziegen. Und weil es das Dorf hier direkt gibt, könnten wir gleich noch was anderes machen. Boah, das sieht by the way auch wieder richtig schön aus. Ich liebe diese Berglandschaften. Aber du kannst erstmal in mein Boot einsteigen. Ich sagte, du kannst in mein Boot einsteigen. Ja, whatever floats your goat. Mit einem Boot mal ein bisschen in dem Boot fahren. Haben wir auch erledigt. Können jetzt uns mal schnell darum kümmern, auch nochmal eine Ziege mit einer anderen Ziege zu breeden. Denn wir müssen auch eben alle Tiere, die es so gibt, miteinander breeden. Sehr, sehr gut. Und dann... Perfekt, wir haben zwei Enderperlen dabei. Die werde ich jetzt brauchen für das nächste Achievement. Und zwar werden wir mal ein Bett hier mitnehmen und auch mal eine Workstation und nochmal ein bisschen Weizen. Perfekt, du bist ein Schatz. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein Achievement. Falls ihr euch an die erste Staffel All Achievements noch erinnern könnt, da haben wir das hier ein wenig umständlich gemacht. Da wollten wir das damals auf eine sehr, sehr stylische Art und Weise machen. Das ist, by the way, gar nicht notwendig. So, wir sind gleich oben. Also man merkt dann auch erstmal, ne, Höhe 319 ist schon sehr, sehr mächtig. Also auch wie krass diese Welt hier aussieht. Schon sehr, sehr, sehr cool. Ich habe mich mittlerweile so heftig daran gewöhnt. Es tut auch Minecraft insgesamt sehr, sehr, sehr gut. Wir machen das Ganze ein bisschen größer. Und ich glaube, ihr denkt jetzt, dass ich den Villager hier hochholen würde. Klar, das wäre eine Möglichkeit. Ich bin dumm. So. Und wir haben Star Trader. Denn das Trading-Menü, das bleibt nämlich offen. Wenn du einmal in den Villager rechts reingeklickt hast, kannst du das nämlich machen. Und dadurch ersparen wir uns einen großen, großen Krampf. Jetzt versucht hätten, diesen Villager einmal hier komplett nach oben zu holen. Dementsprechend sehr, sehr, sehr gut. Und zeitgleich werden wir jetzt noch ein direkt tiefes Loch buddeln. Um von hier oben, wenn wir schon mal einmal hier oben sind, mal runterzufallen. Na dann, bauen wir uns erstmal runter. Ich mache das am liebsten im 2x2. Man könnte jetzt auch ein 1x1 Loch machen, aber 2x2 sollte schon klar gehen. Alright, das Loch ist fertig. Wir gehen jetzt nach oben. Ich sag euch ehrlich, das Problem ist halt, ohne Wassereimer fühlt sich das jetzt echt ein bisschen doof an. Ja komm, wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich werde schon hitten. Ich darf halt gar nicht so viel nach vorne fliegen. Ich glaube, ich bin schon fast eigentlich perfekt. Cave and Cliffs erledigt. Sehr gut. Damit haben wir zwei sehr, sehr stabile 1.17 Achievements erledigt. Star Trader in Cave and Cliffs. Sind by the way beides sehr, sehr coole Achievements, die sehr abwechslungsreich auch sind.